eine Gans. Also das heißt schon mal eine kleine Vorbereitung für Weihnachten. Ja, und zwar, ihr könnt frische nehmen, ihr könnt TK nehmen. Ich habe jetzt hier eine, die ist TK gewesen. Wenn ihr die nehmt, das dauert ein bisschen länger, bis sie aufgetaut ist. Also denkt rechtzeitig daran, die rauszunehmen. Ja, die wiegt jetzt 3,6 Kilo. Ich habe versucht, die kleinste zu kriegen, wie ich konnte. Aber ich denke mir, das passt auch. So, dann die Vorbereitung. Für einige ist es vielleicht so ein bisschen eklig, aber okay, wer Gans essen möchte, der muss da durch. Wer es noch nicht gemacht hat, traut euch daran. Es ist wirklich, es ist nicht so schwer. So. Ne, quasi macht der Ofen das alles alleine und die Vorbereitung hier, das ist auch, ja, überhaupt, wie gesagt, überhaupt nicht schwer. So, also ich brauche noch Abfall. So, dann haben wir eine Gans, wenn ihr eine, ja, gute Gans habt. Ich habe das auch mal irgendwie erlebt, da wo es vergessen worden ist. Die Innereien, die zeige ich euch später. Na, könnt ihr zum Beispiel für den Hund benutzen oder so. So, dann das Fett abmachen. Wie ihr oder wie einige vielleicht wissen, ich benutze eigentlich in meinen Videos für Geflügel Handschuhe. Ich kann es leider nicht mit Handschuhen machen, weil ich muss dieses Gefühl haben, dass die Ente wirklich sauber ist. Deswegen muss ich da das einmal ohne machen. So, dann gehen wir jetzt hier rein und jetzt muss ich das mal, vielleicht kriege ich das, damit ich das zeigen kann, ja. Weil ihr wisst gleich, warum ich ohne Handschuhe arbeite. Und zwar, das muss unbedingt mit raus und das kann ich nicht mit Handschuhen. Deswegen, ne, da so ein bisschen mit den Fingernägeln hier oben langkratzen, also innen drin. Ein bisschen gucken. Irgendwann habt ihr das auch drin. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe es in meiner Kochlehre jedes Mal, wenn es Gans gab, so wie Martins Gans, ich habe, weiß ich nicht, ich habe immer gesagt, ich will und, ne, also, ich weiß nicht warum, aber ich habe es geliebt, diese Dinger sauber zu machen und das war nicht wenig, ne, also, das war echt schon, ja, ich habe mich immer gefreut, wenn es hieß so, ja, bald gibt es wieder Gänse und dann war ich war immer die Erste. So, es ist auch ein bisschen schwierig, euch das so zu zeigen, aber ich hoffe, da ist noch ganz viel Schmodder. Da. Ihr könnt die dann auch natürlich dann ausspülen. Ihr könnt die auch im Wasser, wenn sie noch nicht ganz getaut ist, im Wasser sauber machen. Muss ich auch ganz häufig schon machen. Ne? Ich mache das jetzt einfach mal ganz kurz. Kleinen Moment. So, da sind wir wieder. Puh. Also, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich sonst irgendwie gucken. So.
Ne, also dieses Schmodderzeug, das ist hier unten auf dieser Seite. So, und ihr seht, es ist jetzt sauber. Wenn das so aussieht bei euch, perfekt. So, dann, was ganz wichtig ist, hier sind die Teigdrüsen. Einmal abschneiden ist eklig. So, weg damit. Dann, wie gesagt, gucken. Ne? Einmal nochmal reinluschern. So. Hier ist noch ein Stück vom Hals. Den möchte ich auch weg haben. So. So. Genau, da war noch so ein bisschen. Konnte ich vorher nicht sehen. So, genau. So. Achso. So, ein bisschen abschneiden. So, dann drehen wir uns die Kleine wieder um. So, dann haben wir Äpfel, Rosinen, Salz, Pfeffer, dann Toastbrot. Ihr könnt natürlich auch irgendwie was anderes nehmen, wie Pflaumen, dann könnt ihr das mit Thymian würzen. Ja, das sind so die Sachen, die würde ich dann, also zum Füllen, ne? Benutzen. Weiter würde ich da nichts irgendwie anderes reinmachen, außer ihr habt irgendwie was anderes gehört. Aber das sind so die Sachen, die ich jetzt so kenne. Also werde ich das auch so weiterhin benutzen. So, dann Salz, Pfeffer. Ich hatte mir das hier schon gemischt. Das verteile ich hier überall. So, dann 3. Also, ne, wie gesagt, das ist so frei nach Schnauze. Da ist jetzt die Füllmenge, weil es kommt ja darauf an, wie groß euer Fieder ist. Deswegen müsst ihr da gucken, also so schön, dass sie schön gefüllt ist, weil die Füllung wird auch gerne gegessen. Ne, die müsst ihr nicht wegschmeißen. So. So, so, ups. So. Schön reiner. Ah, reiner. So. Jetzt kurz mal weg. Dann brauchen wir Zahnstocher. Dann habe ich hier Rouladengarn. Ja. So, ich nehme mal ein bisschen mehr. So, dann binden wir jetzt mal die Kleine zu. Ich hoffe, man sieht das. Oder ich drehe sie mal so ein bisschen um. Genau, so. Ne, also wir pieken hier rein und einmal so. Das machen wir jetzt, bis die Gute zu ist. Operation ist gelungen, also können wir sie wieder zumachen. So. Und wie ihr gesehen habt, es ist wirklich
nicht so schwer, sie fertig zu machen. Es ist echt simpel. So, dann gehen wir beim ersten hier hoch, dann einmal über Kreuz und die nächsten und wieder über Kreuz und wieder über Kreuz und wieder. So. Okay, war doch ein bisschen lang, aber okay. So, dann. So. Ups, so. So. Ja, war doch ein bisschen lang. Okay. Naja, lieber zu lang als zu kurz. So, Dele. Ach so. Ah. Das habe ich doch hier. Ach so. Okay. Da kommt ein Apfel durch. Gut. Alles klar. So. Es gibt natürlich aber auch noch Tiere, wo mehr Beine dran sind. Das ist jetzt bei der guten hier nicht mehr. Dann müsste die hier am Gelenk dann einmal trennen, weil sonst ja, wird zu groß. So, dann räume ich hier noch mal ein bisschen auf und ich melde mich dann gleich noch mal bei euch. So, ein bisschen aufgeräumt. Ich habe mir den Bratlauch schon zurechtgeschnitten. Der soll länger sein als vorgesehen. Hier hinten habe ich schon einen Knoten gemacht. So. Dann haben wir hier ganz normales Suppengemüse, Sellerie, Möhrchen, wie heißt das Ding jetzt? Lauch und Petersilie. So. Dann versuchen wir vorsichtig. Bin ich gerade. Achso, nee, war doch richtig. Mit der Brustseite nach unten. So, das hat auch gut geklappt. Würde ich doch mal sagen. So, das einmal kurz weg. So. So, dann das Gemüse verteilen. Also ich muss dazu sagen, ich habe, beziehungsweise ich mache das im Bratlauch das erste Mal, weil ich mir gesagt habe, dieses Jahr bleibt mein Ofen sauber, weil das ist wirklich eine Schweinerei. Ne, aber das könnt ihr gerne halten, wie ihr möchtet. Ich sag mal so, habt ihr Bock aufs Putzen? Gerne, aber ich dieses Jahr nicht. Das haben wir auch. Ja, da kann man noch ein bisschen was hin. So. Dann, weiß ich nicht, nehmen wir mal ja, ein Viertel Wasser.
Also 250 Gramm, 250 Milliliter. Und vorsichtig aus dem Grund, der Bratschlauch soll ja natürlich heil bleiben. Weil sonst habt ihr gleich das ganze Wasser überall. So, das haben wir. Also ab jetzt vorsichtig. So, wo ist jetzt da mein Bändchen? So. Das gleiche machen wir dann hier auch noch. Also ihr seht, deswegen auch etwas größer lassen. Ne, damit wieder auch wirklich reinpasst. So, dann das restliche abschneiden, weil was ganz wichtig für den Ofen ist, der Bratschlauch darf die Wände des Ofens nicht berühren. Ach, macht nichts. So, dann auf. So, und wie beim Krustenbraten haben die Gänse, ich kann leider nicht von Enten sprechen, da ich die noch nicht zubereitet habe, zumindest nicht als Ganzes, kann ich nur wirklich von Gänsen sprechen, haben die Gänse sowie der Krustenbraten pro Kilo. So ist auch die Garzeit des Ofens. Das heißt, ihr habt eine Gans von 4,5 Kilo, braucht sie 4,5 Stunden im Ofen. Habt ihr eine 3, dann 3 Stunden. Und so geht das weiter. Also denkt dran, rechtzeitig rausnehmen, beziehungsweise rechtzeitig fertig machen, rechtzeitig in den Ofen, sodass ihr wirklich zu Weihnachten beziehungsweise zu den Feiertagen auch wirklich rechtzeitig das Essen auf dem Tisch habt und nicht, dass irgendwie alle da sind. Alles andere ist schon fertig, so wie Rotkohl, Klöße, Bohnen, weißer Geier was. Nur diese Gans, die ist noch nicht fertig. Deswegen denkt daran, dass das wirklich ja rechtzeitig in den Ofen kommt. So, und dann würde ich sagen, aber das schreibe ich, beziehungsweise das, ja, ich schreibe das vorher nochmal in die Kommentare, beziehungsweise in die Beschreibung vorher rein, damit man sich das auch vorher durchlesen kann. Genau, so. Ich Dosbuddel, ja, ich habe sie völlig in Gedanken, habe ich sie verkehrt rum aufs Blech gepackt. Natürlich muss die Brotseite nach oben. weil man möchte ja auch das Schöne knusprig haben und nicht die untere Seite, weil die interessiert ja überhaupt nicht. Ne, da ist ja nichts dran, weil hier ist ja das Schöne und ja, deswegen, ich habe sie denn jetzt nochmal komplett umgedreht und schieb sie denn jetzt nochmal rein in den Ofen. Ne? Also die Seite, Brustseite nach oben, wenn das oben ist, seid ihr safe. Gott. Juhu, da bin ich wieder. oh, Entschuldigung. Ja, ich habe am Anfang vergessen noch zu erwähnen, der Ofen sollte Ober- und Unterhitze circa bei 180 Grad, würde ich sagen, vorgeheizt werden bei Umluft. Ja. 160? Ja, machen wir 160. So, ja, dann schieben wir mal die Kleine in den Ofen. So, mittlere Schiene habe ich jetzt gemacht und genau. Entschuldigung. So.
eine kleine. Ich kenne mich. So. Das ist jetzt das, was wir aus der kleinen rausgeholt haben. Der Hals. Dann haben wir Lunge. Dann haben wir Leber. Und was noch sehr beliebt ist, ist das Herzchen. Das sind so die inneren Sachen. Wie gesagt, die sind in einem Beutel drin, wie ihr gesehen habt. Da braucht ihr keine Bedenken haben, dass ihr jetzt irgendwie noch Leberreste oder so rausholen müsst. Nein, also alles gut. So. Das wollte ich euch dann auch nochmal gezeigt haben. Und ja. So, dann nochmal ganz kurz. Und meine hat jetzt 3,6, hatte ich gesagt. Das heißt 3,5 Stunden. Ich lasse sie 3 Stunden drinne. Dann wird der Beutel aufgeschnitten. Und dann wird die nochmal offen. Also dann wird die nochmal so ein bisschen eingepinselt. Und so, dass die Haut schön noch knusprig wird. Ja, genau, irgendwie, ja. Ja, genau. Aber das zeige ich euch dann. Also, bis später. So, 3 Stunden sind um. Ich hoffe... Muss mal ein bisschen gucken, dass er so. So. Mir ist das hier an der Seite so ein bisschen aufgegangen, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Ja, um hier oben die Haut knusprig zu kriegen, schneiden wir das einmal vorsichtig. Auf. Natürlich aufpassen, weil wenn hier unten das zu ist, kommt hier heißer Dampf raus. Also wie gesagt, nicht verbrennen. Oh mein Gott, wunderbar. Guckt euch die mal an. Die sieht echt jetzt schon zum Anbeißen aus. Hier wird die schon so leicht knusprig. Boah. Richtig genial. Dann nehmen wir uns, warte mal, was nehmen wir denn? Mal eine Tasse. Da habe ich jetzt, habe ich gar keine Pinsel mehr? Nee, anscheinend nicht. Okay. So, dann, also ich habe hier jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was will denn das sein? 2-3 Esslöffel Wasser, irgendwie sowas. Ich habe jetzt einfach so laufen lassen. So, dann Teelöffel Salz. Das soll dafür da sein, dass wir jetzt die Haut knusprig machen. Das soll richtig Salzwasser sein. Ja. So, damit bepinseln wir jetzt mal unser Vögelchen. So.
und schieben die kleine nochmal für 30 Minuten in den Ofen. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, läuft? Läuft? Keine Ahnung. Ja, läuft. Ja, ich kann das von hier nicht sehen, deswegen sorry. So, Piepmaß ist perfekt. Richtig genial. So, jetzt holen wir den. Au. Hier mal raus. Zart ist er auch, der piept mir hier gleich und so. Oha. Wie geil ist das denn bitte? Der ist so zart, ich kann den nicht mehr anheben, so. Geil. Mega genial. So, gucken wir mal, ob wir den hier... Vorsichtig. Runterkriegen. Ha! Also ihr seht, ne, so Flügel, die bewegen sich schon von alleine. Oh, oh, oh. Geil, geil. Geil. Ist das zart. Oh, Entschuldigung. Oh, ist das mega. Mega gut. Alter Verwalter. Geil. So, dann... Mit das jetzt mal hier kurz weg. Fußboden fertig. So. So, dann. Ich finde das so geil. Ne, also. Das ist hier. Mega. Mega. Also ich brauche nicht viel machen. So. Das ist... Selbst übertroffen. Yeah. Ja, so. Da ist mein Messer. Also, ihr hört, knusprig. So. Ich könnte auch meine Geflügelschere holen, aber irgendwie, ich bin gerade zu faul. Heiß, 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 heiß.
Da haben wir das Brüsschen mit der knackigen Haut. Und Fleisch. Oh, das geht so. Schön zart. Ne, also macht euch das so, wie ihr wollt. Ihr habt das jetzt gesehen. Ich bereite das jetzt weiterhin so vor. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Und danke an diejenigen, die dieses Jahr meine Videos gesehen haben. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und bleibt gesund. Alles Gute. Und tschüss.